Hallo, ich bin der Dusan Kerik, spiele in Borussia Kalk, meine Position ist Stürmer. Und das ist mein Kollege Kevin Schmitz, die Nummer 11 bei Borussia Kalk und Stürmer. Und wir wollten euch jetzt die Kreisliga C Staffel 3, den nächsten Spieltag tippen. Fangen wir an mit Buchheim gegen Rodenkirchen Türk. Mein Tipp wäre, ich sag 2-2. Ich bin anderer Meinung, mein Tipp ist 2-3 für Rodenkirchen Türk. Nächstes Spiel, Westhof von Ensen, Deutz 4. Da Deutz im Moment letzter Platz ist und Westhofen war das, ne? Ja. Tipp ich auf 5-0 für Westhofen. Ja, da ich mein Deutz gespielt habe und mein Tipp wird nicht so hoch, ich hoffe, die Deutzer gewinnen. Mein Tipp ist 0-1. Neubrück 2 gegen Botan 1. Mein Tipp wäre, spielen beide unten. Ich sag 2-1 für Botan. Mein Tipp ist 1-3 Botan. Brück 2 gegen Gremberg-Humboldt 2. Mein Tipp wäre für Gremberg-Humboldt mit 4-0 für Gremberg. Ja, da bin ich auch deiner Meinung. Ich denke mal, es geht ziemlich hoch aus. Ich würde sogar sagen 7-1 für Gremberg. Langel 1 gegen VfB 05-1. Sie spielen in Langel zu Hause. Katastrophenplatz, Entschuldigung, dass ich das jetzt so sage. wird für den VfB auch ein bisschen schwer sein. Ich werde auf 1-1 tippen. Mein Tipp ist 3-0, Langel. Rathheimer 2 gegen Attersbor 1. Attersbor will aufsteigen. Ich werde Minimum mit 4-0 für Attersbor tippen. Mein Tipp ist auch 2-0 Attersbor. Germania Mülheim 1 gegen Hohlweide 4. Das ist jetzt total schwer, weil Hohlweide und Germania sind im Moment gut dabei. Ich werde sagen, ich sag 3-1 für Mülheim, Germania. Mein Tipp 2-2. Borussia Kalk, da kommen wir zu unserem Spiel, Borussia Kalk 1 gegen Pol 2. Natürlich werde ich das natürlich für Borussia Kalk tippen. Wie gesagt, Pol ist auch sehr stark, spiel mit oben dabei. Wenn wir so trainieren wie die letzten paar Wochen, dann werden wir auf jeden Fall, ich sag jetzt mal, 2-0, 2-1 tippen für uns natürlich, auf jeden Fall. Ja, ich denke mal auch. Pol hat einen Kunstrasen. Ich hoffe, dass sie auf der Asche Probleme kriegen werden. Deswegen tippe ich auch auf 4-1 für uns. Okay, wenn du sagst. Das war der Spieltag von 21. Genau, von Kevin Schmitz und Dursun Kerik.